Es sind nach gewogen, dass man einen dritten Film haben, das ist Hannah Arendt. Wir wissen, dass Hannah Arendt schon Premiere hat zu Toronto, weil dort ein A-Festival ist, als Hannah Arendt hat am Lola. Das ist eine spezielle Sektion für die Filme, die schon Premiere hat. Wir haben angefangen mit Minotaurus-Film zu Lützeburg. Wenn ich noch ein bisschen mehr weit zurückgehe, wir haben angefangen mit einer Assoziation, einem Verein zu Lützeburg, den Amour Fou gehischt hat. Mit ein paar Freunden zusammen für die Propagation des Filmartistik. Und da haben wir ein bisschen ein Programm gemacht. Und dann haben wir herausgestellt, wir wollen noch Filme produzieren. Besonders mal für Menge ich Filme zu produzieren. Da haben wir Minotaurus-Film abgemacht als, quasi als SARL, als Boîte de Production. Das war 1995. Und da haben wir die Nummer Amour Fou nicht geholt, weil wir schon eine Assoziation hatten mit Amour Fou. Und dann haben wir ein paar Filme produziert zu Lützeburg mit Minotaurus. Und dann haben wir zu Wien ein Boot Amour Fou abgemäht, weil entretemps hat man die Assoziation nicht mehr gebraucht. Und dann konnte man die Nummer holen für ein Boot zu Wien, GmbH Amour Fou. Und so ist es gekommen, dass wir zu Lützeburg eine Firma hatten, die Minotaurus-Film gehischt hat, zu Wien, und 2002 ein Board abgemäht haben, die dann Amour Fou gehischt hat. Und ich denke, wir haben gesagt, okay, wird nicht besser, wir machen ein E-Label, dann brauchen wir nicht mehr einen Katalog, wenn man da Feierfilme zu kann. Und wir hatten dann 2003 Feierfilme zu kann. Und das wird natürlich praktisch gewesen, wenn man einen E-Katalog gebraucht hat. Und demnächst werden wir nach zwei nehmen und haben wir eben alles doppelt gemäht. Und so für Berlin wollten wir dann alles einzeln holen, dass wir einfach. Dann haben wir E-Katalog und das E-Label, das ist dann mehr wirtschaftlich. Ne? Da gibt es eine Änderung am Tax-Shelter-System. Früher gab es ein Tax-Shelter-System, dass wir müssen bei Banken oder Finanzier gehen, für das Filmbudget zusammenzukriegen. Dann haben die als Steuergutschriften aufgekauft und damit konnten wir den Film finanzieren. Und das wäre eben gesagt, die immens aufwendig wäre, weil wir dann ökonomisch schon müssen immens drüberbleiben, für das wir so finanziell fahren. Also mit der Krise für drei Jahre, als es schwer ging, Banken wollten dann nicht mehr Steuerbonnen kaufen. Und noch die großen Firmen wollten nicht mehr so richtig, da wird ganz schwer, da konnte man halt nicht mehr so viel drehen. Und dann hat der Minister Bildchen dann noch den ganzen Filmfonds gesagt, heute wäre aber das besser, wenn wir das gingen ändern. Und wir haben Direktförderung, dann haben wir da ein Punktesystem, das quasi so ähnlich schafft, aber dass Produzenten nicht mehr müssen von Bank zu Bank laufen, um zu gucken, dass die Steuerbanken da lassen. Ne? Also das ist für alles eine Vereinfachung, weil das war schon kompliziert, das System. Ich lief da wohl recht um, ich weiß schon nicht, was noch für, ob er nicht mehr Vierteile bringt oder ob er noch vielleicht auch noch Nordteile hat, das weiß man noch nicht. Ja. Ja, also wir haben den Hangar gekauft, das ist direkt neben der also Filmproduktionsfirma, das ist immens praktisch, und der Gerd grenzt doch nach unten, das ist immens flott. Und das ist aber ein Hangar, das ist noch kein Filmstudio. Ne? Also wenn ihn da dreht, der den all Peter und die Lange geht, der den all laut tut, kann ich noch nicht einen Film mit Ton da drehen. Da muss man noch ein großes Investment machen, wir sind auch am Gang Architekten zu sich Pläne, Architektinnen, da gucken, wie wir das umbauen, für den du gut filmen. Am Moment kann ich Fotoshooting machen, kann ich wir haben ein bisschen Kino angerichtet, da können wir als Filmer groß gucken, wie sie fertig sind, jetzt gucken, ob sie gut gehen und so. Aber das ist im Moment noch nicht aktiv als Filmstudio. Am
Anfang war die Idee von Philipp Reimer, immer der Bestoff für Minotaurus-Film, also Lo Amour Fou. Hin hat die Idee, hin hat den Mark kennengelernt, an der Protagonist, an hin hat hin hat die Mens interessant von, was sich für Welten vor ihnen schon an einer ähnlichen Person. Und da hat er mir den, das gepitcht, dann ist schon gesagt, hey, du kannst einen flotten Film draus machen, da muss man mal gucken, was er aus dem kann machen, und ob er d'accord ist und so. Also der Pitch war alles quasi an dem Protagonisten möglich, das hat mir gefallen. Also ich ging merken, dass der Film immens immens verschiedene Reaktionen auf ihr rift. Weil ich meine, dass es Leute gibt, die immens flott fanden, weil das hat man schon, wir hatten schon Test-Screenings und so. Und gestern bei der Berlinale hast du schon ein Preview gelaufen und da war die Publikumsreaktion immens gut. Aber ich denke, dass es doch Leute gibt, denen das gar nicht gefällt, weil da war ein immenser Zickzack am Film, also das ist ein Personage, den ganz verschiedene Welten vereinigt, eben Religiosität zusammen mit eben der Homosexualität und die ganzen Welten, die sonst normalerweise nicht an einem Film zusammen nur geschwärzt gehen oder überhaupt nicht zusammen nur geschwärzt gehen, also am negativen Sinn, aber hier also dann positiv. Sein. Ich ging merken, dass das schon uneckt, dass das schon eine Diskussion auf ihr rief. Und das ist auch gut, dass das schon also gut, dass Diskussionen durch den Film entstehen.